Hey, was geht? Ich bin Cody und wir sind wieder bei Watch Dogs. Wie sieht's aus? Hast du den Anrufer? Das Katz-und-Maus-Spiel nervt. Ich hab deine Maus. Sein Anruf kam aus einem Apartment im Loop. Endlich. Sei vorsichtig, Aiden. So wie der sein Signal gebounced hat, ich glaube, er will, dass du ihn findest. Na, dann wollen wir ihn mal nicht enttäuschen. Und wie immer bekommen wir zu Beginn des Spiels, der Aufnahme, einen Anruf. Das kennen wir doch. Ich würde gerne noch so ein bisschen die, was? Ich gucke auf das Schild und der sagt mir... Haben wir doch gerade eine Persona gezeigt. Ach, da unten die... Arthur! Die Gegend erkunden. So ein bisschen. Ist doch auch mal schön. Aber wir haben die nächste Mission erhalten anscheinend. Und ich habe heute auch... ein, zwei Themen, die ich vielleicht ansprechen werde. So, jetzt sind wir gerade auf dem Spielplatz. Ah, ist das toll. Geh mal da hoch. Ja. Guck mal, ich bin cool. Oh, scheiße. Kann ich das Ding hier drehen? Den kann sich nicht drehen. Was ist das für ein Spielplatz? Das ist ja überhaupt nicht schön. Oh, voll verrostet. Ja, was hast du denn da? Mhm. Für einmal Heck. Oh. Wie soll ich jetzt meinen Job machen? Ich werde überwacht. Die haben so ein Biometriegerät. Das weiß sogar, wann ich pinkeln gehe. Ich muss aufpassen, was ich sage, oder? Das hören die doch. Opfer von auf. Kindesmissbrauch. Ja, krass. Vater ist derzeit im Gefängnis. Ja, juckt mich nicht. Was bist du für eine? Hallo. Hobbystrickerin. Sieht aber anders aus wie eine Hobbystrickerin. Ihr könnt mal drauf achten, ob ihr Stimmen öfter. Was macht der denn da? Pickelst du da gerade echt hin? Straßenpoet. Ob ihr Stimmen auf jeden Fall öfter hört, ob die wiederkehrend sind. Ich hab die in deinem Schrank gefunden. In deinem Schrank. Ich weiß. Und ich hab dir gesagt, okay, also das hier hatten wir schon mal, ne? Das haben wir schon mal gesehen. Das sind keine Puppen. Das ist der Typ, der mit den Puppen spielt. Das ist die erste Szene, die ich jetzt so... Ja, okay, doch nicht. Dieser eine Rapper an der Straßenecke, der war auch schon mal da. Aber das sind so ziemlich die ersten Dinge, die man hier wiederkehrend miterleben darf. Ein Eiscremewagen, auch nicht schlecht. Aber wir können jetzt erstmal wieder die Story weitermachen. Und zwar müssen wir dafür ganz schön weit fahren. Das machen wir. Hallo, Campania. Wenden wir mal eben. Hup, hup. Grün. Ihr dürft alle fahren. Und zwar, warte, ich mach mal eben das Mikrofon ein bisschen höher, damit ich mir auch sicher sein kann, dass ich da reinspreche. Wollte ich das Thema Autogrammkarten kurz nochmal ansprechen. Ich habe mir welche bestellt. Für euch natürlich. Aber erstmal limitiert auf 20 Stück. Mit diesem einen Design, was ich auf Facebook da ausfindig gemacht habe und bestellt habe. Und ich werde das wahrscheinlich so machen, dass die Leute, die solches haben wollen, oder ich möchte das eher so als kleines Dankeschön versenden, an die Leute, die mir was gemalt, das zugesendet haben, sozusagen. Ich habe ja schon ein paar Mal was bekommen und das habe ich den Leuten dann auch mitgeteilt, dass sie mir dann einen Rücksendeumschlag oder eine Briefmarke mit dabei packen sollen, dass ich dann eine Unterschrift irgendwo drauf packe und das dann zurücksende. Allerdings habe ich jetzt halt dann diese Autogrammkarten, die werde ich dann unterschreiben und dann halt zurücksenden. Natürlich kann man auch eigene Gegenstände mitsenden, die ich unterschreiben soll. Nur dafür ich hier vorschlagen, dass man da nichts mitsendet, was ihr in der nächsten Zeit häufiger braucht. Zum Beispiel jetzt nicht das neueste Handy oder so. Weil es dann doch schon so mal einen Monat dauern kann, bis ich das alles dann wieder lossende, weil ich das sozusagen erst sammle und dann zur Post gehe und das lossende. Macht ja auch viel mehr Sinn, als wenn ich jetzt wegen jedem einzelnen Brief einmal kurz zur Post fahre und dann wieder zurück. Ist ja ein bisschen blöd, ne? Deswegen werde ich das dann sehr wahrscheinlich so machen, dass ich das sammle und die Autogrammkarten dann anbiete, falls die Person nichts Eigenes unterschrieben haben möchten. Wie zum Beispiel ein Foto oder ich weiß nicht, eine Handyhülle zum Beispiel kann man natürlich auch unterschreiben lassen. Oder irgendwas, keine Ahnung. Okay,
Ganz wichtig ist dann natürlich, dass man diese Briefmarke mit dabei packt. Umschläge für die Autogrammkarten habe ich auch mitgekauft. Ist ja kein Problem. So. Und ich glaube, ich habe es ja gesagt, ne? Die sind erstmal limitiert auf 20 Stück, die Autogrammkarten. Sprich, wenn die auch alle sind, dann, wenn ihr unbedingt ein Autogramm haben wollen würdet, müsstet ihr was Eigenes dabei packen, weil ich wahrscheinlich nicht sofort wieder neue kaufen werde. So. Und wir sind da. Fahren einfach mal hier über die. Wow! Steht ja ein Auto. Gar nicht gesehen. Sorry, Leute! So, wir sind wieder da. Nächste Mission. Danke für den Tipp, heißt sie. Danke für den Tipp. Er wusste genau, wie er mich kriegt. Gut, ich schlucke ihn wieder. Okay. Erreichen Sie die Signalquelle des unbekannten Anrufers. Kein Ding, müssen wir da hochklettern? Werden wir wohl schaffen. Was ist das hier? Schaltkasten. Was können wir denn damit machen? Kabelschwachstelle erkannt. Okay. Ich würde mal vorschlagen, wir klettern hier einfach hoch. Ganz einfache Geschichte. Was ist das denn hier schon wieder? Okay. Diese Stelle hier kommt mir auch sehr, sehr bekannt vor. Was? Achso, stabile Komponente. Und zwar gibt es ja diese komischen Rennen, die man machen kann. Und eins führt, glaube ich, auch hierher. Da hinten, das da. Das Rennen. Das würde ich gerne machen, aber das kann ich jetzt mitten in der Mission eh vergessen. Deswegen werden wir erstmal das hier machen. Ja, was soll ich jetzt hier machen? Aktiviert. Ja, wie soll ich den denn aktivieren? Muss ich etwa da hoch? Hä? Wie? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. CTOS-Kästen aktivieren. Also hier kann ich nichts machen. Dann muss ich wohl oder übel irgendwie weiter hoch. Und das Ganze irgendwie knacken, oder? Das ist auch da oben um die Ecke irgendwo. Kompliziert, kompliziert. Wie der einfach runterklettert, der springt einfach. Der ist auch lebensmüde, der Typ. So, was haben wir denn hier? Kamera. Da oben müssen wir irgendwie drauf. Oder vielleicht können wir es auch mit der Kamera lösen. Kann natürlich auch sein. Geschafft, glaube ich. So, jetzt müssen wir das noch auf der anderen Seite machen. So, wo führt das Signal hin? Hier hin. Dann da oben um die Ecke. Von da um die Ecke. Ne, können wir leider nicht. Das heißt, wir müssen da wohl oder übel ein Stückchen hinlaufen. Rennen, 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 rennen. Können wir das Rennen jetzt echt machen? Nicht verfügbar. Ja, weil wir mitten in der Mission sind wahrscheinlich. Letztes Mal ging es zwar auch nicht wirklich, aber hey. Aber hey. So, da oben ist jetzt irgendwo noch der Kasten. Den müssen wir auch aktivieren. Lift, komm mal her. Ah, da ist eine Kamera. Die könnte uns natürlich... Ja, super. Alles klar, so jetzt müssen wir wieder da hoch. Lalala, auch da gibt es ja wunderbar eine Treppe. Die können wir natürlich auch nutzen. Da, 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 da. So, jetzt wird gehackt hier, Leute. Wird gehackt. Hacken, 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 hacken. Ja, das macht mir immer am meisten Spaß, dieses Hacken. Scherz. So, das nochmal drehen, so. Und du wirst jetzt dahin gehen. So.
Und geknackt. Och Mensch. Oh Mann. Schon wieder. Wie mache ich das denn? Das geht anscheinend noch nicht. Dann machen wir das erstmal so. Was ist das für ein komisches Geräusch? Warte, leite du das mal nach unten. So ist schon richtig. Und jetzt sollte das... Ach, scheiße. Okay, warte. Falsch. Wir müssen das doch erst nach dahin leiten. Und das hier nach oben. Und dann müssen wir das hier nämlich erst aufmachen. So. Und dann sollte das auch klappen, wenn wir das so machen. Zum Glück sind die einfacher als dieses eine. Das eine kam mir echt so schwer vor. Ich weiß nicht, wieso. Was zur Hölle ist das? Bellwether. Sieht aus wie eine mathematische Formel. Interessant, interessant. Auf jeden Fall. Sagt mir auf jeden Fall was. So, was ist das? Ein Smartphone? Ich weiß nicht, ob wie lange wir hier drin bleiben dürfen. Vielleicht gibt es irgendwie eine Höchstzeit. Weil könnte ja sein. Kamera. Oh, Röntgenbilder. Ich habe auch gelitten. Handy hacken? Was zum Teufel hat er vor? Ich hoffe, du magst die Spielchen. Ich wollte sehen, ob du es noch drauf hast. Wir müssen reden. Und du solltest dich beeilen. Dein Einbruch hat einen Alarm ausgelöst. Das ist nicht, was ich für uns geplant hatte. Aber wir werden gleich gestört. Komm zu mir. Ich suche einen schönen Ort. Warum belästigt er meine Schwester? Wir hatten keinen Kontakt seit dem Merlot. Okay. Mit dem Merlot. Wir haben ein neues Ziel für alle Hitter da draußen. Lasst alles stehen und liegen und erledigt das. Fuck. Oh oh. Fuck it. Wollen wir die einfach umbringen? Was meint ihr? Einfach abknallen die. So, wir machen die einfach alle kalt. Ganz einfache Geschichte, denke ich. So, noch ein bisschen. So, und jetzt war noch da oben einer, richtig? Auf die Entfernung ist natürlich scheiße. Okay, er rennt weg. Was? Wo ist denn noch einer? Na komm doch her, Kollege. Ich mache euch alle von hier fertig. Das ist echt gut, dass wir eine schallgedämpfte Waffe haben. Okay, die Entfernung schafft meine Waffe anscheinend nicht. Der Hund bellt mal wieder. Hast du gesehen, wie der nach vorne geknallt ist? Wie doof. So, komm mal her. Ah, dieser... Die anderen wissen hoffentlich nicht, wo ich bin. Fuck, da kommen ja immer mehr. Ich glaube, ich sollte mich vielleicht doch irgendwie verpissen. Da oben macht keine Probleme. Wer macht denn dann hier die Probleme? Das Auto vielleicht zum Explodieren bringen. Geht das irgendwie? Das wäre toll. Jetzt wissen sie eh, wo ich bin, also von daher. Eigentlich nur noch
Ah, wir können das hier als Verteidigung benutzen. So. Na komm ruhig her. Komm. Du Idiot. Ich denke tatsächlich, er könnte einfach hier hochkommen und mich abknallen. Wow. Das tat weh. Arsch. Tja, das tat weh, oder? Tut mir leid. Habe ich nicht einen Granatenwerfer oder sowas? Ich hatte doch mal eine fette Waffe. Ja. Vollautomatisches Sturmgewehr. Explodier doch einfach. Fick mich. Fick mich. Hat er das gerade echt gesagt? So. Dann gehen wir mal weiter. So, Kollege, du da hinten noch. Der sollte jetzt hinüber sein. Die Musik geht doch aus. Wunderbar. Dann können wir uns ja ein Auto von denen schnappen. Von dem lieben Kollegen. Reden wir. Verdammt, ey, ich wollte das Auto haben. Wie gemein. Wie gemein. Anruf zurückverfolgt. Alles klar. Also, neues Ziel haben wir. Schnappen wir uns mal die Karre hier. Hallo, Karre? Ja? Gucken, was die so auf dem Kasten haben, die Karren hier. Sind das alles dieselben Karren? Ich denke mal schon, ne? Gangstermusik auf jeden Fall. Warte mal. Waren hier nicht noch irgendwo Waffen? Ja, doch, klar. Warte, die holen wir uns aber noch vorher. Hahaha. Nice. So. Jetzt aber zum neuen Missionsziel. Und zwar sehen wir das alles in der nächsten Folge. Ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder. Bis dann.